Darf ich mich setzen? Warum heißt es eigentlich Verschwörungstheoretiker? Also ich meine, Theoretiker, das sind ja Leute, die stellen eine These auf, die sie dann untermauern mit einer stichhaltigen Argumentation und empirischen Daten. Verschwörungstheoretiker heißt, irgend so ein Pascal sagt einfach irgendwas, das war's. So Quatsch sagen und sich dann als Theoretiker bezeichnen lassen, ist so, als wenn man drei Tomaten schneidet und alle nennen ihn Koch. Also Verschwörungspascal stellt einfach eine wackelige These in den Raum. Zum Beispiel, Bill Gates will uns alle impfen. Und irgendjemand traut sich dann, ihm zu sagen, Pascal, geht so nicht. Nee, das ist ganz wackelig. Und dann hat man aber die Rechnung ohne Pascal gemacht. Der versucht jetzt, die wackelige These von einer noch wackeligeren halten zu lassen. Er sagt dann, doch, wegen dem Kinderpornoring. Ja, Pascal stapelt Lügen aufeinander, bis sie zusammenkrachen. Aber zwischenzeitlich kommt ein staatlicher Turm dabei raus. Schneeballsysteme von dubiosen Firmen können ein paar Jahre halten. Pascals Schneeballsystem hält nicht mal ein paar Minuten. Denn natürlich fragt irgendwer irgendwann, woher weißt du das? Ja, und dann sagt nämlich der Verschwörungspascal, informier dich mal. Also er sagt, ich habe keine Argumente, aber wenn du willst, kannst du mir ja welche besorgen. So als würde dich jemand zum Lasagne-Essen einladen. Und er schneidet drei Tomaten und sagt dann, ja, ich bin übrigens Koch. Und du sagst, nee, die Tomaten sind noch keine Lasagne. Und er sagt, ja, koch doch selber. Ich wollte nie Lasagne essen. Ich wollte nie über eine Verschwörung Bescheid wissen. Also mit einem Verschwörungstheoretiker sprechen ist immer eine Einladung zu einem sehr schlechten Date, an dem man am Ende selber kochen muss. Es ist eine absolute Lose-Lose-Situation. Es sei denn, du bist der Verschwörungstyp. Deswegen frage ich mich nicht, warum glauben denn alle Leute an Verschwörungen? Ja, sondern ich frage mich, na, warum nicht alle dran glauben? Genau. Verschwörungsmärchen sind so eine geile Vereinfachung, denn wir sind ja alle überfordert. Ich zum Beispiel frage mich, warum ist erst gut 30 Jahre nach der Mondlandung die Menschheit drauf gekommen, in Milchtüten Schraubverschlüsse einzubauen? Stand es bei den Wissenschaftlern auf der ganzen Welt immer zuletzt auf der To-Do-Liste? So, ja, wir müssen noch zum Mond fliegen, Internet erfinden, ach scheiße, das mit den Milchtüten, ja. Boah, super boring, lass vorher noch mal ein Schaf klonen. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja nicht mal einer dieser Wissenschaftler und ständig überfordert. Und dann ist es ja geil, wenn du weißt, die Milchtüte mit dem Scheiß-Ausgießer, das ist eine Erfindung der Russen. Ja, um den Westen zu demütigen. Denn als die mitbekommen haben, die Amerikaner fliegen zum Mond, haben die sich in einem Geheimlabor in Sibirien gedacht, okay Leute, Thema Weltraum ist beerdigt, wir stecken jetzt alles, was wir haben, in die Milchtüte. Männer, bauen wir die beste Milchtüte, die die Welt je gesehen hat. Fjodor, du kochst Kaffee, das wird eine lange russische Nacht. Ja, ich glaube, also ist jetzt eine erfundene Geschichte, aber ich glaube, das waren jetzt nur Männer. Das ist jetzt zu sehr Science Fiction. 90er, Russland, Weltraumforschung, waren wenig Frauen dabei. Ja, die Geschichte ist ja sowieso Quatsch, aber verglichen mit anderen Verschwörungstheorien grundsolide. Es gibt ja zum Beispiel die Theorie, Bill Gates ist eigentlich ein Echsenmensch. Ist nicht echt. Wenn du an eine Verschwörungstheorie glaubst, weißt du auch endlich mal doll richtig über etwas Bescheid. Du siehst Christian Drosten und denkst dir, mein Gott, der weiß immer so Bescheid. Das will ich auch. Und dann guckst du nach, was er gemacht hat. Mega lange studiert, Universitätsabschluss, Doktorarbeit, Habilitation. Ich kann nicht mal das Wort aussprechen. Ja, dann merkst du, das ist extrem anstrengend. Deswegen denkst du dir, ja, vielleicht kürze ich das mit den 20 Jahren Intensivstudium ab und guck mir einfach 20 Minuten lang Verschwörungsvideos an. Und danach hast du genau das gleiche Gefühl, als wenn du wirklich Ahnung hast. Und du weißt, die anderen, das sind Idioten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass nicht wirklich alle an die Theorie glauben. Denn dann ist dein Wissen ja gar nicht mehr exklusiv. Also stell dir mal vor, so Barack Obama, ja, oder Bill Gates, ja, Bill Gates sagt jetzt in allen Ernstes, Leute, ich bin ein Echsenmensch. Der zieht den Anzug aus, ja, und darunter ist eine Echse. Das ist ja das Schlimmste, was dem Verschwörungspascal passieren kann. Denn auf einmal ist es Mainstream-Wissen, dass Bill Gates eine Echse ist. Ich würde deswegen sagen, jeder sucht sich ab sofort eine Verschwörungstheorie aus und glaubt doll dran. Mega nervig für die Verschwörungsleute. Und dann wird Xavier Naidoo doch wieder der Erste sein, der sich denkt, ich glaube, was die Tagesschau sagt.
Jetzt ist nur die Frage, welche Verschwörungstheorie passt zu Ihnen? Einfach was Nettes aussuchen. Genug von den Milchtüten. Neulich hat mir ein Kollege erzählt, dass kein Scheiß, das ist jetzt wirklich safe, für jedes Abo, das der Heute-Show-YouTube-Account bekommt, wird die Chemtrail-Dosis in Flugzeugen von der Regierung gesenkt. Kein Scheiß, also wirklich gewahr. Also wirklich, schwör ich, auf na, richtig, richtig was. Also wäre wirklich gut, wenn ihr da abonniert, dass ihr da auch an die Kinder denkt. Oder die älteren Leute. Danke.